Also Leute, heute gibt es die Top 10 Hunter x Hunter Momente. Und glaubt mir, es war wirklich schwierig, diese auszuwählen, weil Hunter x Hunter nur so vor geilen Momenten strotzt. An dieser Stelle natürlich Spoilerwarnung. Wenn ihr die Serie nicht geschaut habt, dann wird hier einiges auf euch zukommen, was natürlich ein Spoiler ist. Falls ihr euch interessiert, Hunter x Hunter zu schauen, kann ich euch mein Video empfehlen, was das Ganze ein wenig schmackhaft macht. Und falls ihr eure Erinnerungen ein bisschen auffrischen wollt, was Hunter x Hunter angeht, kein Problem. Hunter x Hunter Minuten ist ebenfalls vollständig auf YouTube, auf meinem Kanal online. Da könnt ihr euer Gedächtnis ein wenig auffrischen und abgesehen davon, würde ich sagen, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und dann aber auf den Kanal und wir fangen an mit Platz 10. Okay, ich muss hier einfach irgendwie Jin einbauen, weil Jin ist einfach ein Charakter, den Hunter x Hunter im letzten Arc sowas von gebraucht hat. Zu Anfang haben wir natürlich, mal abgesehen von seinen ganzen Tricks, die er die ganze Zeit angewendet hat, Leorio. Und Leorio ist ein Typ, der super sympathisch war, weil er einfach das Herz am rechten Fleck hatte. Aber im Grunde genommen war er immer eine Lachnummer, weil Kurapika war krass, Gon war krass und Kilo war krass. Und Leorio, der war einfach Leorio. Trotzdem, wir haben hier die Wahl zum nächsten Hunter-Präsident. Leorio taucht einfach auf, macht ein ganz anderes Fass auf und Leorio verpasst ihn eine ordentliche Faust in sein Gesicht. Und das war erstmal so für den Zuschauer, wow. Okay, Leorio kann kämpfen? Was ist denn hier los? Und ich find's ja lustig, wie die ganze Crowd von der Hunter-Organisation sich einfach dachte, Bro, er hat gerade Jin geschlagen. Okay, lasst uns den Typen zum Präsidenten machen. Ich finde, hier gehört auch ein bisschen die Szene, die nachher kommt, dazu, als Jin dann endlich Gon trifft. Was natürlich für jeden Hunter-Fan eine Sache war, wo man sich drüber gefreut hatte. Und wir sehen in dieser Szene, was sie so unfassbar gut macht, dass Gon halt absolut in Tränen ausbricht und Jin als Vater einfach eine Lachnummer ist, weil er überhaupt nicht mit der Situation zurechtkommt. Und das macht einfach diesen letzten Arc für mich so besonders, weil eine ganz andere Schiene gefahren wird als im Chimera Ant Arc, den ich natürlich auch unglaublich liebe, aber diesen Abschluss der Serie, der Punch von Leorio, Jin, wie er mit der Situation nicht zurechtkommt, das macht das alles für mich ein bisschen rund. Und seien wir ehrlich, Leorio ist einfach das Herz von dieser ganzen Serie. Die Szene, wo Leorio sieht, dass es Gon wieder gut geht und er Gon umarmt, als wäre er sein Pokémon. Also, wer da kein Lächeln im Gesicht hat, der ist in meinen Augen einfach kein normal denkender Mensch mehr. Das war eine Szene, die jeden Zuschauer glücklich gemacht hat. Und deswegen von Leorios Punch bis zu dieser Szene absolutes emotionales Kino. Und deswegen muss ich ein bisschen mehr reinpacken bei der Szene hier, weil so viel dazu gehört. Wisst ihr, für was Togashi echt mal einen Preis gewinnen sollte? Er hat einfach in einem Shonen-Battle-Manga eine Völkerball-Sequenz eingebaut und diese Völkerball-Sequenz gehört zu einer der besten Szenen im ganzen Anime. Also, seien wir ehrlich, das war einfach insane gut gemacht. Zuallererst muss ich erstmal den MVP-Award verteilen für denjenigen, der diese Szene am geilsten gemacht hat, nämlich Killua. Der Dude hat den Ball von Gon immer wieder gehalten, aber er konnte kein Nen einsetzen, damit Gons Schlag nicht beeinträchtigt wird und deswegen hatte er seine Hände ordentlich zerfetzt. Und Killua ist einfach der Ehrenmann, was soll man dazu noch sagen? Also, Gon kämpft hier mit allem, was er hat, weil er eben den Weg seines Vaters weitergeht und deswegen will er den totalen Sieg haben. Razor weiß das ganz genau und deswegen schickt er den Ball wieder zu Gon zurück, weil er ganz genau weiß, Gon könnte den Ball durchlassen und würde damit gewinnen. Aber so einen Sieg möchte Gon nicht haben. Also würde er sich in jedem Fall den Ball von Razor stellen. Gon wollte das auch tun, was natürlich für ihn ziemlich schlecht ausgesehen hätte und ihn vermutlich eine ziemlich starke Wunde eingebracht hätte. Aber er hat so viel Kraft in diesen Kampf verbraucht, dass er vor dem Ball umkippt. Mit dem Rausfliegen des Balls hätte er also gewonnen.
Doch Hisoka weiß ganz genau, was Gon möchte, nämlich den totalen Sieg. Also nimmt er den Ball an und schießt ihn wieder zurück, woraufhin Razor wieder abwehren muss, aber es nicht kann, weil Hisoka mit seinem Bungee-Gum den Ball an Razor dranklebt und so fliegt er aus der Arena raus. Es ist ein Finale, was Haikyuu würdig ist. Also das Volleyball-Match wurde wirklich sehr gut beendet. Ach ja, und Shoutout an den Völkerball, weil, keine Ahnung, der hat irgendwie alle Nen-Überattacken getankt. Und eigentlich muss man sagen, dass dieser Völkerball der wahre MVP von der ganzen Szene war. Was später Hunter x Hunter ausmacht, ist klar. Die Deepness, die in dieser Serie steckt und was alles passiert. Was den frühen Teil von Hunter x Hunter aber ausmacht, war einfach das Junge der Serie, wie auch Gon, der noch sehr naiv war und der langsam so ein bisschen besser wurde im Kämpfen. Und genau das zu sehen, hat den Zuschauer zu Anfang gereicht. Der Höhepunkt davon ist für mich definitiv Gon gegen Hisoka. Wir alle wissen, Hisoka ist viel, viel stärker als Gon. Deswegen dieses Turniersetting, dass wir diesen Kampf überhaupt in irgendeiner Form stattfinden lassen können. Doch genau das hat für mich zu dem Zeitpunkt der Serie die Würze in diesem Kampf ausgemacht. Ich muss auch wirklich sagen, ich bin ein kleiner Fanboy dessen, wenn man Kämpfe hat, wo nicht geredet wird, wo einfach nur die Schläge getauscht werden und wir diese Soundeffekte davon haben. Ich liebe das. Das ist einfach zu geil für den Zuschauer mit anzuschauen. Wir sehen also hier, Gon ist klar im Nachteil. Trotzdem findet er eine Möglichkeit, Hisoka zu treffen, indem er ihn kurz austrickst mit den Steinplatten. Und seien wir ehrlich, Gon hat die Steinplatten mehr ausgenutzt als jeder andere Teilnehmer. Das war schon eine Art Cheatcode. Wie dem auch sei, wir haben hier eine Throwback, der das Ganze noch viel, viel cooler macht. Wir haben Gon, der die ganze Zeit nur einen Punch landen wollte. Gon möchte gar nicht gewinnen, er weiß, er kann nicht gewinnen. Was Gon hier tun möchte, ist einfach zu beweisen, dass er besser geworden ist. Und das tut er auch mit dem einen Schlag. Danach gibt er Hisoka auch seine Marke zurück. Was einfach eine coole Szene ist, weil alle anderen wissen nicht wirklich, was hier gemacht worden ist. Aber Gon, Hisoka und der Zuschauer wissen ganz genau, um was es hier geht. Was diese kleine Szene wirklich toll macht. Mal abgesehen von dem Hisoka-Ding, was er abgezogen hat, was sehr verstörend für den Zuschauer als auch Gon war, war dieser Kampf ein Kampf, den das frühe Hunter x Hunter enorm gebraucht hat und was vielleicht das erste Mal so wirklich aufgeworfen hat, dass man ein richtiges Interesse an der Zukunft von dieser Serie hat, weil wie würde ein Kampf Prime Gon gegen Hisoka aussehen? Das hat halt das Ganze so interessant gemacht und deswegen muss ich sagen, ist dieser Kampf für mich sehr, sehr hoch gerankt in der ganzen Hunter x Hunter Serie. これからあんたにすること全部ただの八つ当たりだから。カンムル。 Okay, ich sag's euch einfach, wie es ist. Ich bin ein einfacher Mensch. Wenn ich einen Super Saiyan sehe, dann bin ich schon gehypt. Und wenn dieser Super Saiyan Killua ist, dann sowieso. Tut mir mal einen Gefallen und schreibt mir in die Kommentare, wer von euch hatte beim Schauen von Hunter x Hunter Angst vor Yuppie? Ich bin ehrlich mit euch, ich hatte sowas von Schiss vor dem Typen. Der war so brachial. Und dann zu sehen, dass der kleine Killua ankommt mit der Super Saiyan Frieze, mit den Blitzen, die, seien wir ehrlich, in Animes immer cool sind, das war einfach eine so unfassbar gute Szene, die ich immer noch fühle. Also, wie gesagt, Killua hat so viele geile Auftritte, angefangen damit, dass er von seinem Gegner das Herz geklaut hat und es sogar eingetötet hat. Das war sowieso das absolut Coolste, aber dass Killua hier auftritt mit den Blitzen und Yuppie zum ersten Mal aussehen lässt, als wäre er ein kleiner Grundschüler. Das war einfach etwas, was jeder Shonen-Manga-Fan liebt. Wir lieben diese Dominanz von Charakteren mit einem neuen Power-Up. Es war eine sehr coole Szene und wie Killua dann später nochmal puff ordentlich auf den Arm nimmt, machen das Ganze noch viel besser. Aber ich muss sagen, eine sehr coole Fähigkeit für Killua, die hier unfassbar gut ausgepackt wurde. Große. 最後のチャンスだ。他の仲間はどこにいる？くたばるバカが。<笑>
Bei meinem ersten Watch von Hunter x Hunter war Kurapika mein absoluter Favorite Character. Aus diesem Grund war der Kampf gegen Uwogi noch einer, den ich sehr mitgefiebert habe. Auch hier würde ich sagen, es ist eine sehr typische Anime-Szene, die aber fabelhaft funktioniert. Kurapika nimmt Rache und ist einfach overpowered. Um ehrlich zu sein, finde ich die Lösung von Togashi aber sehr gut gelöst. Kurapika hat diese mächtigen Kräfte nur gegen die Spinnen und unter dem Einsatz seines eigenen Lebens. Das zeigt uns Zuschauern ein weiteres Mal auf, wie ernst Kurapika seine Rache nimmt. Auf der anderen Seite haben wir Uwogi, der im Vorfeld ebenfalls übermächtig schien und viele Leute umgebracht hat. Doch irgendwie hat dieser typisch böse Charakter das klassische Nakama-Feeling mit den anderen Spinnen. Und zu sehen, dass er niemanden verraten würde, auch wenn er sterben wird, zeigt uns wieder mal die interessante Welt von Hunter x Hunter auf. Also, wie Kurapika Uwogin outplayed hat mit seiner unsichtbaren Kette, seine absolute Übermacht und Uwogins Hilflosigkeit trotz immenser Power haben diesen Moment ganz besonders gemacht. Das, was wir später mit Gon sehen, der Wandel vom gutherzigen Kind zum Monster, haben wir hier mit Kurapika. Kurapika wollte das Ganze überhaupt nicht. Er hasste das Blut und den Kampf. Doch die Welt machte ihn zu dem Monster, was er selbst verabscheut hatte. Und er fragt sich, wie Uwogin das in irgendeiner Weise schön finden könnte, andere Leute umzubringen. Doch Kurapika ist hier viel zu naiv und jung. Er versteht noch rein gar nichts. Uwogin redet kein einziges Wort mit ihm. Bis zu seiner letzten Frage, die ihn dann umbringt. Man spürt förmlich, wie nicht nur Uwogin stirbt, sondern auch der Teil von Kurapika, den wir kennengelernt haben. Danach war er nie wieder der gleiche. Für mich ist das ganz großes Shonen-Manga-Kino. Außerdem hat Kurapika schon zum Kampf eine Schaufel mitgebracht, um Uwogi nach dem Kampf, ja, unter die Erde zu bringen, was extrem swag hat. Und ja, ich weiß, mit seiner Fähigkeit könnte er die erschaffen haben, doch in meinem Kopf saßen Kurapika und Uwogi im Auto auf dem Weg zum Gebirge, wo Goku und Vegeta mal kämpfen und Kurapika hatte eine Schaufel in der Hand. Das war sicher eine interessante Autofahrt. Die Palastinvasion oder wie ich sie nenne, den Go-Moment, war ein Meisterwerk von Togashi. Für mich hat Togashi diese Szene nicht nur strukturiert, sondern komponiert. Alle Puzzlestücke passen aufeinander und alles, was Anime großartig macht, wird in dieser Szene entfaltet. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Zwei typisch coole Anime-Opas springen von einem Drachen runter, um die Ameisen zu raiden. Der Morris-Gott macht sich bereit und Gons Gesicht wird im Angesicht des kommenden Gegners immer dunkler. Das bei so einem Charakter wie Gon zu sehen, war unglaublich. Alle Szenen passieren gleichzeitig und das zu hören hat mir anders Gänsehaut verpasst. Netero sitzt Pito schachmatt und Gon checkt in nur ein paar Sekunden, dass sie durch die Meteorsplitter, die runterfallen, nicht wissen können, ob Knuckle noch am Leben ist. Also stürmt er weiter voran. Shoot, der später versteht, was passiert ist, gibt Gon dann seinen Respekt von der Straße. Und diese eine kleine Szene führt später zu Shoots unglaublichen Kampf gegen Yuppie. Was Shoot angeht, ist man eigentlich als Zuschauer genau wie Knuckle. Man kennt ihn kaum, man mag ihn eigentlich auch nicht, aber sein Kampf war so episch, sein Mut war so unglaublich, dass man ihm einfach seinen Respekt zollen muss. Und das Beste von allem ist, dass diese ganzen Szenen hier, von der Palastinvasion bis zu dem Zeitpunkt, wo Gon und Killua auf Netero treffen, im Anime mehrere Folgen gedauert hat. Doch in der reellen Zeit in der Serie sind nur ein paar Minuten vergangen. Und ich habe noch nie einen so actiongeladenen, genialen und vielschichtigen Abschnitt gesehen, wie diese Palastinvasion. Bis heute einer der großartigsten Szenen in ganz Anime-Geschichte. あり、ノーメルエン。お前さんは何にも分かっちゃいねえよ。人間の底すらない進化を。それは王が初めて感じる恐怖だった。貴様は、そう、貴様は。 積んでいたのだ。初めから。
Was den Tod von Netero so legendär macht, ist der Konflikt, den er sich gestellt hat. Denn Meruem war schon lange nicht mehr das blutrünstige Monster vom Anfang. Meruem war ein Herrscher, der durchaus das Potenzial hatte, gerecht zu herrschen. Er verstand, dass es einzelne Menschen gibt, die es wert sind, am Leben zu lassen. Neteros Herz ist ihm beinahe verfallen, da Meruem ein guter Mensch geworden ist. Doch Ameisen und Menschen können einfach nicht koexistieren. Er musste sich diesen Kampf stellen und genau das ist die Essenz, die den Konflikt so außergewöhnlich macht. Der ganze Kampf war absolut brachial. Neteros Nennfähigkeit war ideal für so einen Kampf. Es war einfach schön, diesen ganzen Kampf mit anzuschauen. Jeder von uns hatte Gänsehaut. Doch das würde den Kampf meiner Meinung nach nur denkwürdig machen, was eigentlich schon genug wäre. Doch Togashi geht weiter und verdreht die Erwartungen seiner schonen Manga-Leser. Ihr wisst, wie sowas eigentlich abläuft. Son Gohan kann den bösen Cell mit letzter Kraft besiegen. Naruto gelingt es, Gaara mit letzter Kraft zu besiegen und auch Ruffy schafft es gerade so, Sir Crocodile platt zu machen. Was macht also unser Held Netero? Er schafft es nicht. Okay, das heißt wohl, es kommt Verstärkung für ihn. Ich meine, der Move, seine eigene Blutung am Bein zu stoppen, war ja schon episch genug. Nein, in Hunter x Hunter sind die Charaktere nicht weiß oder schwarz. Jeder Einzelne hat Licht in seiner Seele, aber auch eine gewisse Dunkelheit. Netero hat keine andere Möglichkeit gehabt. Er beendete sein Leben, verliert damit den Kampf, gewinnt aber die Schlacht um die Menschheit, indem er sich selbst sprengt. Es ist einfach ironisch, dass wir im Kampf gegen ein Monster, was wohl die Weltherrschaft übernehmen will, aber eigentlich nur reden wollte, sehen, wie grausam und blutrünstig die Menschheit sein kann. Mit dieser einen Szene, mit diesem ganzen Konflikt, zeigt Togashi der Menschheit eigentlich auf, wo das Kernproblem ist, da man selbst gar nicht so gut ist, wie man gerne sein wollte. Es ist sehr komplex, es ist auch sehr einfach gehalten für einen Shonen Manga, aber gerade das macht diese Szene eben so unglaublich gut. Es sind genau diese umgedrehten Erwartungen, dass Netero das tut, was man eigentlich von einem Antagonisten erwarten würde, die diesen Kampf wirklich für mich so unfassbar legendär macht. Was ich an Hunter x Hunter am meisten geliebt habe, war, dass diese 148 Folgen ein unglaubliches Abenteuer geboten haben. Ein kleiner Junge, der die Welt erkunden wollte, lernt diese kennen, zerbrach daran, aber konnte sich durch das tiefe Band seiner Freundschaft wieder fangen. Der Abschied von Gon und Killua war klassisch für ein Anime, aber es ist auch genau das Happy End, was wir gebraucht hatten. Der Chimera End Arc ist für mich unübertroffen. Es gibt für mich keinen einzelnen Arc, sei es Dragon Ball, One Piece oder Naruto, der ihn je übertreffen könnte. Der Wandel, den Gon und Killua durchlebt haben, machen ihn so einzigartig. Und nach dieser unglaublichen Achterbahnfahrt zu sehen, dass sie immer noch Freunde sind, wie seit Tag 1, war einfach schön zu sehen. Gon hat vorher noch Killua angezweifelt, dass ihm der Tod von Kite gar nichts bedeuten würde. Dass er also hier genau die Worte von Kite als Abschied wählt, war einfach perfekt. Mit diesem einen Satz wissen wir Zuschauer, zwischen den beiden ist alles wie immer und egal wo sie sind, auch wenn ihre Wege sich trennen, sie werden immer miteinander verbunden sein. Wenn man ehrlich ist, kann man das auch ein wenig auf den Zuschauer übertragen. Auch wenn der Anime nicht weitergeht, wird man immer mit der Story von Hunter x Hunter verbunden sein. Wer einmal den Wandel von Gon Freaks miterlebt hat, der kann diesen einfach nicht mehr vergessen. Und die Blicke der beiden lassen jedes noch so starkes Herz eine männliche Träne droppen. Beide lächeln, doch ändern ihren Gesichtsausdruck beim Umdrehen. Gon und Killua sind zwar glücklich, aber auch traurig darüber, dass sie sich hier verabschieden müssen. Wenn wir jemals eine Fortsetzung von Hunter x Hunter bekommen sollten, wird das Wiedertreffen von den beiden einfach zu emotional. Also, aus diesen Gründen kurz und knackig ist das hier ein Moment gewesen, den ich bis heute immer noch so sehr fühle, wie beim ersten Mal, als ich diese Szene gesehen habe. Das Ende der Serie kommt für mich an zweiter Stelle. Und eigentlich kann man das Ende einer Serie nicht als wirklich Moment nehmen, denn wir hatten jetzt auch vorher schon das Ding mit Gon und Killua gehabt. Doch ich muss sagen, Hunter x Hunter ist eine Serie, die mit dem besten Satz aufhört, den ich je in einer Serie gehört habe und wo ich zugeben muss, dass es mir als Mensch noch unglaublich viel gegeben hat. Wir haben das Gespräch zwischen Gon und seinem Vater, was unglaublich schön war am Ende der Serie zu sehen. Allgemein, nach diesem ganzen Arc, nach diesem ganzen Chimera Ant Arc zu sehen, dass wir eine gewisse Fröhlichkeit in dieser Serie haben und dass wir wieder Gon sehen können, wie er wirklich ist, war einfach schön zu sehen. Und der Satz von Gen Freaks, der die ganze Serie fürs Erste beendet, war: Du sollst die kleinen Dinge genießen, denn auf diesem Weg findest du das, was dir wirklich wichtig ist. Es geht nicht um das Ziel, es geht darum, was du auf dem Weg alles findest.
Es beschreibt Hunter als gesamte Serie und ich denke, so gut wie jeder Mensch kann mit dieser Aussage in irgendeiner Form relaten. Dass wir die ganzen Charaktere sehen nach diesen ganzen Arcs, die wir in der Serie gesehen haben, dass wir das Opening haben, was natürlich sehr nostalgisch ist im Hintergrund, und dass wir auch Morel und Noff haben, die mit Nitro einen trinken gehen, war einfach unglaublich schön zu sehen. Ich meine, hey, wenn man Ikalgo mit einem iPad sieht, dann geht einfach mein Herz auf, ja, da bin ich ganz ehrlich mit euch. Auch Kurapika zu sehen, wie er immer weiter in die Dunkelheit verfällt, war eine Sache, die als Zuschauer natürlich extrem aufgefallen ist. Ich finde, dieses ganze Ende ist einfach, wie gesagt, schön zu sehen nach diesen ganzen Arcs, die man gehabt hat, und ich kann es nicht anders beschreiben. Ich kann nur sagen, es war schön zu sehen, es hat die Serie für mich abgerundet, und natürlich möchte ich mehr sehen. Ich hoffe, Hunter x Hunter geht irgendwann in irgendeiner Form weiter, aber bis zu diesem Zeitpunkt hat es mir als Zuschauer wirklich alles gegeben, was ich von der Serie eigentlich noch gegen Ende verlangt habe. Also kann ich wirklich nichts aussetzen, und es ist für mich zwar keine actiongeladene, mega krasse Szene, aber ist es etwas, was mich wirklich gegen Ende zufriedengestellt hat. Okay, wir sind beim Big Boy angelangt, und das heißt, ich kann nicht nur einen Platz machen, ich muss zwei Plätze machen, denn wir haben einiges zu besprechen, was diese unglaubliche Szene angeht, was diesen, ich kann es gar nicht aussprechen, Charakterwandel angeht. Togashi hat sich hier einfach selbst übertroffen. Also reden wir kurz über Gons Wutanfall. Klar, bei dieser Szene müssen wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, denn der Tod von Kite war einer, der wirklich extrem gut inszeniert war. Die Gefahr der Chimera Ants wurde so durch Pito sehr gut dem Zuschauer symbolisiert. Und wie Gon sofort ausrastet und wir einen kleinen Hauch davon bekommen, wie Gon ausrasten kann, machen dieses ganze Setup so genial. Denn Killua stoppt hier Gon und wir können nicht sehen, wie er komplett ausrastet. Das führt uns dazu, dass einige Zeit vergeht und Gon erst viel später wieder auf Pito trifft, wo alles wieder rauskommt. Denn Gon hatte dieses Bild von Pito gefestigt, einer blutrünstigen Bestie, die nur töten möchte. Doch hier sieht er, dass Pito nicht gegen ihn kämpfen möchte und versucht, ein Menschenleben zu retten. Dazu kommt noch, dass natürlich Komugi eine gewisse Ähnlichkeit zu Kite hat, was die Haarfarbe angeht. Also wurde hier definitiv damit gespielt. Für Gon war diese Szene das letzte bisschen, was gefehlt hat. Ihr habt gemerkt, dass Gon in diesem ganzen Arc immer mehr zur Dunkelheit tendiert hat. Und diese Szene hat seine Psyche komplett gebrochen. Er ist immer noch ein kleiner Junge. Er kommt mit den ganzen Motiven der Charaktere nicht klar. Er kann nicht verstehen, wie Pito in einem Atemzug Kite umbringen kann, aber im anderen ein Menschenleben retten möchte. Genau das machen Gon hier kaputt, bringen ihn zum Ausrasten. Aber genauso gut bringt es ihn auch zur absoluten Ruhe. Oh. Also wir sehen, in Gon gehen so viele Emotionen durch, in dieser einen Folge gehen so viele Emotionen durch, und das macht das ganze Setup noch viel, viel besser auf den großen Kampf, wo ihr alle wisst, dass er auf Platz 1 sein wird. Gon! Omae mo. Mo. In Hunter x Hunter geht es die ganze Zeit um Entwicklung und Entscheidungen. Das macht den Chimera Ant Arc auch zu der stärksten Passage der Serie. Alle Charaktere, Killua, Meruem, Yuppie, Nacke, Shoot, sowie auch Pito und Gon gehen große Entwicklungen durch. Selbst Pito tat Gon leid, als er ihr vertraut hat und sie ihn ausgetrickst hat, um den König zu beschützen. Dieser Verrat zeigt Gon auf, dass man niemandem vertrauen kann. In diesem einen kleinen Moment hat Gon alles verloren, was ihm je wichtig war. Seine Prinzipien und diese Welt waren falsch. Er konnte Kite nicht retten, egal wie sehr er sich bemühte, also entschloss sein unterbewusster Wille sich dazu, alles andere fallen zu lassen. Ihm wurde alles total egal. Er lebte nur noch für eine einzige Sache. Wenn alle ihn belügen und betrügen, dann ist ihm sein eigenes Ende egal. Er will nur noch Rache.
Die Sequenz seiner Transformation waren bildlich perfekt, um den Zuschauer zu symbolisieren, was nach all dieser Zeit aus Gon geworden ist. Dieser ganze Wandel hat nicht in diesem Arc angefangen oder mit dem erneuten Treffen mit Kai. Dieser ganze Wandel hat schon seit Folge 1 angefangen und das, was wir im Chimera Ant Arc sehen, ist die Extreme von dieser ganzen Wandlung von Gon Freecss. Wir Zuschauer konnten hier auch sehen, wie ein Prime Gon sein würde. Zugegeben, die Hotpants hat sich nicht so gut gehalten, aber Mann, seine Erscheinung war brachial. Ich meine, wenn du nicht mal sehen kannst, wo die Haare deines Gegners anfangen oder aufhören, ja, dann hast du auf jeden Fall ein fettes Problem. Kennt ihr das, wenn ihr ein Videospiel spielt und so krasses Equip habt, dass ihr einfach alle one-shottet und es sich einfach gut anfühlt? Genau das ist dieser Kampf hier. Pito zieht alle Register, um Gon irgendwie hinterrücks anzugreifen, doch Gon weicht einfach aus, als hätte er den Ultra Instinct erfunden. Nicht nur das, er verpasst hier auch eine ordentliche Ladung von Schere, Stein, Papier. Danach war Pito eigentlich schon fertig und selbst in diesem Moment wurde ihr klar, dass Gons Kräfte nicht ohne Preis kommen und das alleine reichte ihr. Sie war glücklich darüber, dass sie ihren König beschützen konnte. Gon hingegen macht immer weiter und weiter. Damit kommen wir zu meinem persönlichen wahren Highlight von diesem Kampf hier. Ein wahrer Rollercoaster der Gefühle. Gon macht wie gesagt immer weiter und weiter. Killua ist angekommen und versteht den Ernst der Lage. Gon erkennt hier Killua und ihm wird langsam klar, was er getan hat und dass es nun keinen Weg mehr zurück gibt. Pito greift also instinktiv ein weiteres Mal an, doch Killua kann Gon gerade so retten. Trotzdem verliert Gon einen Arm, was ihn aber glücklich macht, denn nun ist er genauso wie Kite. In dieser verzweifelten Lage holt Gon zum letzten Schlag aus und nun ist die Zeit für Genialität von Mr. Togashi-Sensei gekommen. Killua versteht, dass diese letzte Attacke Gons Ende sein würde. In dem Moment, als die Attacke von Gon landet und Killua seinen Namen schreit, dreht Gon sich um und ihm wird nun alles wirklich bewusst. In diesem einen Moment ist die Dunkelheit in Gons Seele zerbrochen. Ihm wurde wieder klar, was er hat. Killua und die anderen sind immer noch seine Freunde, für die es sich lohnt, am Leben zu bleiben. Ein Kreislauf hat sich geschlossen, doch für Gon ist es nun zu spät. Der Zuschauer kommt hier gar nicht mehr auf sein Leben klar, weil sich diese ganze Folge wie 2 Minuten angefühlt hat und die Ending-Melodie fängt an zu spielen. Ich glaube, ich hatte noch nie einen schlimmeren Cliffhanger. Das hat unglaublich wehgetan. Man musste einfach wissen, wie es nun weitergeht. Ehrlich, ich könnte einen 4-Stunden-Podcast nur über Gon Freecss führen. Aber das würde den Rahmen sprengen. Seine Entwicklung, sein Charakter, diese Szene, das alles machen Hunter x Hunter für mich zu Hunter x Hunter. Also Leute, diese Liste war wirklich sehr, sehr schwierig, weil es einige Momente ganz knapp nicht geschafft haben, wie zum Beispiel Merum und Kumugis Abschied, der für jeden Zuschauer einfach zu viel des Guten war, da hat einfach jeder mitgefühlt. Wir haben das Requiem von Uvogin, wo die Spinnen von Hunter einfach mal Mozart ausgepackt haben und die ganze Stadt geraidet haben und natürlich auch so andere Szenen wie Killua, der Gon dankt dafür, dass er einfach Gon ist, was eine kleine Szene ist, aber wirklich dem Charakter Killua viel gegeben hat. Also es gab viele Szenen, die mich einfach berührt haben, die ich unglaublich episch fand, die ich unglaublich geil fand und leider haben es natürlich nicht alle hier reingeschafft. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Szenen fandet ihr außer diesen 10 noch unglaublich gut und warum. Abgesehen davon würde ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben bei diesem Video hier und ein Abo auf den Kanal freuen. Ich bin mit raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.